Ja, schönen guten Tag. Ja, zwei Tage später geht es dann direkt auch schon weiter mit dem nächsten Spieltag. Am Sonntag hatten wir Schierstein hier zu Gast, haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert, haben auch verdient dann auch gewonnen. Zwei Tage später geht natürlich das bei den Köpfen los, dass wir natürlich einen anderen Gegner jetzt heute hier haben und wir heute der Favorit sind. Ja, am letzten Sonntag waren wir es nicht. Ja, heute müssen wir aktiv viel dafür für unser Spiel tun und ja, die Jungs ist natürlich halt jetzt nochmal eine andere Aufgabe, die auf die zukommt. Ja, wir wollen es natürlich spielerisch lösen, die Bälle diagonal schlagen, damit wir in die freien Räume hinter die Kette von Albania kommen. Ja, und somit viele Bälle in den Strafraum segeln sollen und wir mit unseren zwei Stürmern, die wir platziert haben, zur maximalen Torausbeute kommen. Ja, und schauen wir mal, ob der Plan dann auch so aufgeht. Trainer hat es in der Kabine gesagt, wir haben Sonntag gegen Tabellenführer gewonnen. Und dieser Sieg ist natürlich nur dann was wert, wenn du heute dran bleibst und die nächsten drei Punkte einfährst. Und es ist natürlich von der, vom Kopf her schwer, weil du nicht glauben darfst, dass jetzt Albanier bloß weil sie hinter dir stehen, mal eben hier schlägst. Insofern. Es wird ein ganz, ganz schweres Spiel, aber ich bin guter Dinge, dass wir mit dem Spirit, den wir auch Sonntag an den Tag gelegt haben, heute die nächsten drei Punkte einfahren. Halbzeit 2-2, das erwartet schweres Spiel, aber natürlich viele Fehler im Aufbauspiel. Gefällt mir noch vieles nicht, ja, gut, dass die Jungs da nach einem 2-0 Rückstand nochmal zurückgekommen sind, ja. Aber wie gesagt, genau das Spiel haben wir heute erwartet und dass es auch zäh wird und dass es auch Geduldsspiel wird, ja. Jetzt müssen wir einfach nur in der zweiten Halbzeit zusehen, dass wir die Fehler abstellen, die wir in der ersten Halbzeit gemacht haben, nochmal ins letzte Drittel noch mal mehr bespielen können, ja, dass wir noch mehr Flanken aus dem Halbfeld bringen. Aktuell kommen sie von hinten nach vorne. Das ist viel Abseits, viel Torwart kann die abfangen. Ja. Wir müssen zusehen, dass wir aus dem Halbraum die reinschlagen und ja, müssen vieles verbessern in der zweiten Halbzeit, um hier noch mal drei Punkte mitzunehmen. Endergebnis 5-3 noch gewonnen, ja, zur Halbzeit 2-2. In der ersten Halbzeit lief nichts, was wir eigentlich so umsetzen wollten. Trotzdem hat sich die Mannschaft nach einem 2-0 Rückstand zur Halbzeit 2-2 herangekämpft. Haben einige Dinge auch angesprochen dann in der Halbzeit, haben die Jungs dann gut umgesetzt. Wir haben personell ein bisschen gewechselt, ja, und fanden dann immer besser dann auch ins Spiel. Unser Spielaufbau war in der ersten Halbzeit eigentlich, ja, war ich überhaupt nicht zufrieden damit. Danach wurde es dann immer besser und ja, das Rezept für den Sieg war, dass wir in den ersten 15 Minuten Tore erzielen, damit wir noch besser ins Spiel kommen, ja, und das Spiel eigentlich nur noch ja, runterspielen müssen. Ja, und das haben wir gemacht. Das war das Ziel für die zweite Halbzeit. Haben die Jungs top umgesetzt und ja, am Sonntag war es die Kür, heute war es der Pflicht und das haben wir beides wirklich gut gemacht und ja, sind froh, dass wir in so kurzer Zeit 6 Punkte eingefahren haben.